Der Stausee in Haltern. Immer wieder landen Pflanzenschutzmittel im Seewasser. Dagegen setzt Gelsenwasser Aktivkohle ein. Hier wird erklärt, wie das funktioniert und welche Kosten das verursacht. Wozu genau braucht Gelsenwasser im Wasserwerk Haltern Aktivkohle? Wir verwenden die Aktivkohle zur Entfernung von Spurenstoffen aus dem Seewasser, von solchen Stoffen, die sich bei der anschließenden naturnahen Aufbereitung nur schwer oder schlecht weiter entfernen lassen. Aufgrund der Prägung unseres Einzugsgebiets durch Landwirtschaft sind das in der ersten Linie Pflanzenschutzmittel, die zur Bekämpfung von Unkräutern oder Schädlingen eingesetzt werden. Was passiert denn, wenn man Aktivkohle ins Wasser gibt? Nun, sichtbar passiert zunächst einmal nichts, außer dass die Kohle nach einiger Zeit zu Boden sinkt. Interessant ist das, was man nicht sehen kann. Im Wasser gelöste Spurenstoffe, wie eben zum Beispiel die Pflanzenschutzmittel, werden an die Oberfläche der Aktivkohle gebunden. Man kann die Wirkung der Aktivkohle am besten vergleichen mit der eines Schwammes. Und das Besondere an der Aktivkohle dabei ist eben, dass sie über eine besonders große innere Oberfläche verfügt. Zur Veranschaulichung, 1 Gramm Aktivkohle hat eine Oberfläche von etwa 1000 Quadratmetern. Weil sich Kohle und Wasser schwer vermischen, arbeitet im Wasserwerk Haltern eine Aktivkohle-Dosieranlage. Hier wird die Pulverkohle ins Wasser gemischt. Die Menge wird dabei genau dosiert. Wie viele Tonnen Aktivkohle werden denn pro Jahr durchschnittlich verwendet? In den letzten 5 Jahren haben wir zwischen 100 und 600 Tonnen Aktivkohle eingesetzt, wobei wir die Kohle nicht kontinuierlich zugeben, sondern bedarfsgerecht die Zugabe dann steuern. So eine Dosierperiode wird ausgelöst im Allgemeinen durch ein Starkregenereignis während oder kurz nach der typischen Ausbringungszeit der Pflanzenschutzmittel. Und das hat zur Folge, dass wir im Allgemeinen mit einer relativ hohen Dosierkonzentration beginnen und sie dann stufenweise reduzieren können. Was kostet die Aktivkohle pro Jahr? Da sich die Marktpreise so etwa zwischen 1.500 und 2.000 Euro je Tonne bewegen, lagen wir in den letzten Jahren zwischen 200.000 und 1 Million Euro pro Jahr an Kosten, allein für die Aktivkohle. Damit allein ist es natürlich nicht getan. Hinzu kommen noch die Kosten für den Betrieb der Anlage selbst, wie auch für die Analytik, die zur Steuerung unserer Anlage notwendig ist. Wie könnte man den Einsatz von Aktivkohle verringern? Ja, im Grunde nur dadurch, dass man das auch von den Landwirten nicht gewünschte Abschwemmen dieser Pflanzenschutzmittel in die Flüsse, in die Bäche verhindert und dass diese Stoffe eben dann am eigentlichen Anwendungsort, am Zielort, das heißt auf den Feldern verbleiben und nicht ins Rohwasser gelangen. Weitere Informationen zum Thema Wasseraufbereitung finden Sie auf www.gelsenwasser.de.